Ja, Matt, im Hintergrund hört man so ein bisschen die Fans der SG Barockstadt feiern. Das bedeutet, das Ergebnis war nicht so gut. 3:1 verloren gegen die SG Barockstadt. Als Fan würde man sagen, die wissen gar nicht so genau, warum sie gewonnen haben. Sie hatten 4 Torchancen, 3 Tore gemacht. Das war, glaube ich, aber auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir selbst einfach auch nur ein Tor gemacht haben. So ist es. Der Gegner war brutal effizient. Die haben einfach, wie gesagt, aus 4 hochprozentigen Chancen 3 Tore gemacht. Dann gewinnen die halt auswärts so. Das ist klar. Wir hatten auch ich hatte nie das Gefühl, trotz der ganzen Drangphase, die wir über weite Phasen des Spiels hatten, nicht, dass wir gewinnen können, weil keiner irgendwie reinflutscht. Wir immer einen Schritt zu spät waren, wenn die Hereingaben auch von den Seiten kamen, dass dann irgendwie dann nochmal die Stolle gefehlt hat, den Ball dann auch über die Linie zu drücken. Der Gegner, wie gesagt, geht verdient mit 3 Punkten nach Hause. Du hast es aber gerade eigentlich ganz schön gesagt, dass du immer gesagt hast, so der letzte Kick hat gefehlt. Aber von außen, also ich glaube, niemand würde euch jetzt unterstellen, dass ihr nicht gekämpft habt. Wenn ich jetzt sehe, Michi Heilig wurde getackert, hat ein souveränes Spiel gemacht. Du auch hier mit Turban hast gefightet. Also es hat ja nicht so wirklich am Kampf oder der Leidenschaft gefehlt. Wo waren diese Zentimeter, die uns gefehlt haben? Ich kann es jetzt so kurz nach dem Spiel gar nicht sagen, weil einfach enttäuscht aktuell. Wir hatten uns anderes vorgenommen. Der Trainer wird mit Sicherheit morgen oder übermorgen die richtigen Worte finden, uns die Dinge aufzeigen, die wir falsch gemacht haben. Wie gesagt, aktuell jetzt, so kurz nach dem Spiel, weiß ich nicht. Vielleicht noch ganz kurz die Frage, wie geht's dir? Also was ist genau passiert? Ich muss mir auch nochmal anschauen. Ich bin da mit Michi zusammengerasselt, aber es ist egal. Am Dienstag steht der nächste harte Gegner vor uns, wartet auf uns. Kommen auch aus einer schwierigen Phase. Jetzt gilt es dann einfach, die Köpfe aufrecht zu halten, das Positive rausziehen, die vielen guten Möglichkeiten, die wir im Ansatz hatten, und dann einfach besser machen am Dienstag. Danke dir, Matt, und Dienstag machen wir es besser. Danke dir. So schaut's aus. Danke. Ja, Timo, ich glaube, die Enttäuschung bei allen hier ist groß. SG Barockstadt, Fulda-Lehnertz 3:1 gewonnen. Vielleicht mal aus fußballerischer Sicht, wie hast du das Spiel die 90 Minuten erlebt? Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel kamen mit einer super Kombination zum 1-0. Dann kriegen wir nach circa 3 Minuten später kriegen wir eine Standardsituation, wo wir genau wussten, dass der Gegner unheimlich stark ist. Kriegen wir dann da das 1-1, rasseln dann zusammen mit Michi und mit Mart. Dann mussten wir, glaube ich, 4, 5, 6 Minuten mit einem Mann weniger spielen. Mart musste wieder raus, dann war kein Spielfluss mehr. Hatten aber trotzdem noch einen Lattenknaller oder einen Lattenkopfball in der ersten Halbzeit. Und der letzte finale Ball in der Box hat nicht so gepasst. Aber trotzdem, wir haben nichts zugelassen. Wir haben in der ersten Halbzeit gar nichts zugelassen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit auch nichts. Ja, effizient. Fulda war heute sehr effizient mit, glaube ich, 3 Chancen, 3 Treffer. Aber nochmal, was beim Stand von 2-1 passiert ist mit diesem ganz klaren Foul. Also da regt man sich als Trainer auf, dann kriegst du noch Gelb. Und dann darfst du nichts mehr sagen. Das finde ich einfach finde ich nicht gut. Aber gut, so ist leider der Fußball. Aber nochmal, es geht am Dienstag weiter. Wir müssen gut regenerieren. Und dann werden wir am Dienstag wieder zu Hause spielen und wieder alles geben. Die Mannschaft hat 93 Minuten alles reingehauen, aber der Ball wollte leider heute nicht über die Linie. Das eigentlich sprichst du es ja an. Klar, als Trainer siehst du wahrscheinlich noch in einzelnen Situationen kritische Sachen. Aber so vom Prinzip her, wir haben gefightet. Ich glaube immer, wenn wir schnell gespielt haben, ist es auch brandgefährlich worden. Also wir haben ja auch schöne Kombinationen drin gehabt. So richtig fällt es von außen schwer zu greifen, was man der Mannschaft vorwerfen soll. War das dann vielleicht auch am Schluss so ein bisschen eine Kopfsache? Man hatte so den Eindruck nach dem Zusammenrasseln von Mart, dass halt der Spielfluss gefehlt hat. Also dass wir nicht in diesen Flow reingekommen sind, sagen wir mal so. Ja, das war dann schon so, aber wir haben ja in der zweiten Halbzeit dann trotzdem wirklich weiterhin nach vorne gespielt. Wir haben alles probiert. Ich glaube, dass wir heute unheimlich viel gelaufen sind. Mhm. Wir haben hinten nichts zugelassen und beim 2-1 war es halt so, dass Joe leider schon eine gelbe Karte hatte. Ich glaube, sonst hätte er vielleicht einen Foul gezogen. Aber dass der Ball dann wirklich so gut reingespielt worden ist, das haben wir nicht gut verteidigt, das war nicht gut, aber trotzdem nach dem 2-1, wir haben weiterhin nach vorne gespielt, ich glaube, wir haben zum Schluss mit 4, 5 Stürmern gespielt, Göss hat nochmal 2 richtig gute Chancen gehabt, Eise ganz allein vorm Tor, ja, wenn der Ball reingeht, steht es 2-2, dann drehen wir das Spiel, aber der liebe Fußballgott war heute leider nicht auf unserer Seite, aber nochmal, wir werden aufstehen, so ist leider der Fußball und es geht weiter.
Vielleicht auch ganz zum Schluss, du warst schon bei der Mannschaft, du hast schon mit den Jungs gesprochen. Wie war jetzt so die Stimmung in der Kabine? Mart, hatte ich den Eindruck, war sehr angefressen, ob das Ergebnis ist, aber wie war so allgemein die Stimmung bei den Jungs? Klar, wir sind alle enttäuscht, weil wir uns einfach heute sehr viel vorgenommen haben, aber wir haben nochmal gesagt, wir haben alles probiert. Und die Fans haben uns unheimlich gut unterstützt. Und wie gesagt, beim 2-1, da kam nochmal so ein Ruck durch das Stadion. Das haben wir gemerkt. Und dann passiert dieses 3-1, wo vorher ein ganz klares Foul war, 3 Meter vor meinen Augen. Und das verstehe ich einfach nicht. Das war dann der Genickschlag. Und deswegen tut es mir unheimlich leid für uns alle, für den ganzen FC Homburg. Aber am Dienstag geht es weiter. Und da werden wir unser Gesicht wieder zeigen. Und wir sind immer optimistisch. Wir müssen optimistisch sein. Es war heute ein kleiner Nackenschlag, aber es geht weiter. Du sagst, es geht weiter. Wir sehen uns am Dienstag. Dort machen wir es besser. Danke dir, Timo.